the world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. 5. November 2018. Android. In der Lieutenant. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Die Scaniono. Ray Christopher. Arbeits. Vorwischen. Negativ. Graham Johann. Was ist dein Problem? Willst du einen ausgeben? Habe ich mir gedacht. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken.
Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich Sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Ich wollte Sie nicht stören. Ich warte draußen auf Sie. Lassen Sie sich Zeit. Sagtest du Tötungsdelikt? Ich hab alle zuerst. Zuerst saufen und jetzt fahren. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Typisch DPD. Sie sagen alle gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von deinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Tank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden. Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Den Nachbarter Vermieter an. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Red Eye. Brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen.
Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Puh, verflucht, ich glaub das alles nicht. Er trocknet das Blut. Carlos. Trocknet das Blut, der Nessa. Alter der Probe 19, okay. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Red Ice. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Club, come visit us. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Alle Buchstaben. Trifft das. Carlos. Vor mehr als 19 Tagen. Tag da. Gibst du noch einen schweren Körper? Konstruktion abgeschlossen. Stichwunden.
28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Live. Wo bleibt der Rechtsmediziner? Er sollte vor einer halben Stunde hier sein. Trocknetes Blut. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Rein schon mit einem Ort ist Carlos. Leichen eines Kampfes. Na los, Leute, macht mal hin, wir wollen ja nicht übernachten. Gossips Weekly. Offiziell Sex mit Androiden ist besser. Offiziell Sex mit Androiden ist besser. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. Dann 50% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben und offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Es wurden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Dieser Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Tech Direct, spioniert ihr Androide aus? Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und an Handelspartner zu verkaufen. Wir füllen an Berichten, die Warrens Präsidentschaft mit CyberLife verbinden, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherorganisationen fordern eine Offenlegung von CyberLife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf. Doch das Unternehmen weigert sich, Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung blieben unbeantwortet bisher. Von hier weggenommen. Spuren von Irium. Fingerabdrücke, sehr schön. Ortis Carla. Weichler nahm ein Messer.
Beichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Von 10. Nice. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann im Badezimmer. Vielleicht solltest du die Küche noch mal genau ansehen. Ich denke, da hat alles angefangen. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Weiß. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Naja. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Suche nach blauen Blutschmerz.
suchen. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Spazieren. Und klettern. Hallo. Den Dachboden. So, liebe Freunde, und nächstes Mal geht's da weiter. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Durchsuchen den Dachboden. Weiter geht's. Mordfall Carlos Ortiz. Te dos una pop. Lüfte. Eichler lokalisiert. Ich hab mich nur verteidigt. Ja. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ah, ja. Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los!
Waffe erhalten. Hab Eichel gefunden. Ich habe noch einen.